Alex, hätte 4-1 leider. Musste man sich geschlagen geben gegen Wolves. Wie blickst du auf die 16 Minuten zurück? Ja, ich glaube, die ersten 10 Sekunden waren stark. Haben eben gut begonnen und ja, dann haben wir es irgendwie jetzt locker genommen. Und doch, das läuft von selber, aber demnach war nicht so. Ja, die Tore, die wir gekriegt haben, das waren alles ganz ja, individuelle Fehler und die sind alle zu vermeiden. Und ich glaube, ja, wenn wir im Mitteldrittel die Scheiben besser tief kriegen und die Verteidigung unter Druck setzen können, dann haben wir mehr Chancen und können so vielleicht das Spiel gewinnen. Wie erklärst du das als großer Teil der Abwehr, dass da heute ein paar zu viele Fehler gab? Ja, es ist immer schwer zu sagen. Wie gesagt, wenn man die einfachen Sachen nicht richtig macht, dann wird es schwer. Und wir haben zwar ein paar gute Chancen gehabt, die aber leider nicht genützt. Im Powerplay hätten wir ein, zwei Tore machen können, aber es ist leider nicht reingegangen. Jetzt geht es weiter wieder auf Reise nach Zneum, oder hat man noch eine Rechnung offen? Wie kann man sich da den Sieg holen? Ja, letztes Spiel in Zneum war eine sehr enge Partie. Ich glaube, wenn man so spielen wie letztes Mal und mehr Zug zum Tor haben, dann werden wir das Spiel gewinnen. Sure. Thought the first period, you know, obviously that's the start that you want, scoring 12 seconds into the game. And then we weren't as competitive, I thought, as we needed to be, even in the first period. The score ends up being 1-1. Our team's been really good at team defense the whole season. And we were not good enough today against a very good Bozen team. And they made us pay. Second period, I thought both teams exchanged chances, liked our offensive game, weren't able to convert. I thought that defensively, we were too open, and we gave them too much point shots, too many screens, you know, some rebounds. It wasn't, and then, you know, the third period, ends up being a tough bounce on a load of high play that results in a breakaway. That's, you know, obviously one that puts us back. And then the back-to-back goals after, it's really disappointing. Thanks. Can you already tell a reason why the defense showed a different face today? Cool. It's hard to say. It's hard to put your finger on it. Got to be something in between their ears, because it's not like something changed tactically or something like that. So, not good enough. Next game will be on the road again against Zneum. Yeah. Last time we lost there. How can you change it? Good defense. They're a really good offensive team. They're a really good transition team. We have to make sure that we're very responsible with what we're doing with the puck and be very mindful of what we're doing without the puck. Thank you.